Heute gebe ich einen kleinen Einblick ins DNS, aber nur ganz ein bisschen Low-Level-mäßig nach dem Motto, einfach genau, wie funktioniert DNS, was für Strukturen gibt es dort im Hintergrund und ja, und was man so an Features oder Optimierung auch selber noch zu Hause benutzen kann zum Beispiel oder um Probleme auch zu finden und zu debuggen damit, genau. Genau, ah ja, eine typische IT-Weisheit, wenn irgendwas mal wieder nicht funktioniert, es ist typischerweise meistens DNS, was kaputt ist. Also wenn Leute irgendwie Probleme haben oder sonstiges, also ja, 98% der Fälle würde ich sagen, ist irgendwas mit dem DNS kaputt. Wenn irgendwelche Sachen nicht zu erreichen sind oder irgendwie sonstiges. Genau, dann haben wir die nächste Folie. Genau, zu den Grundlagen, genau. Genau, es wird halt im Grundsatz in den meisten Fällen, wo die meisten Leute mit in Berührung kommen, würde ich sagen, ist dann halt von irgendeiner Webadresse auflösen auf die IP-Adresse der Gegenstelle des Servers, wo halt die gewünschten Inhalte liegen. Genau, dafür wird es benutzt. Genau, es gibt halt, dazu gibt es noch genau, DNS-Server und Resolver halt in dem Netzwerk. Also heißt, also DNS-Server selber, es gibt halt für jeden, erkläre ich gleich nochmal, genau, es gibt halt so DNS-Server, die halten halt die Weisheit nach dem Motto, die Adressbucheinträge und die Resolver sind so die Auflösungsdienste, die dafür zuständig sind, halt die passenden Server zu finden, die passende Antwort kennen. Genau, dann gibt es halt dazu noch verschiedene Eintragungstypen für verschiedene Datentypen und dann gibt es halt verschiedene Abfragemethoden in dem Falle, ja, wie man halt so DNS-Resolver genau ansprechen kann, um halt bestimmte Datenschutzfeatures zu benutzen und sowas, genau. Genau. DNS ist hierarchisch aufgeteilt, also das heißt, also es gibt eine strenge Hierarchie dort, ne, wer darf welche Wahrheit verteilen und genau, und dann halt die Information dazu, es gibt halt sogenannte, genau, es gibt halt da oben drauf, wo man auf meiner Grafik halt sehen kann, diese sogenannte Root Zone, das spiegelt sich alles wieder unter der ICANN, IANA, nach dem Motto, die betreiben die Haupt-Name-Server des Internets, die halten alles zusammen. Wenn man sich diese Tabelle anguckt, sind es nur 13 Nameserver, die da drinnen stehen, aber rein virtuell sind es, ich weiß nicht, wie viele hunderte von Maschinen, die durch bestimmte Routing-Tricks gibt es halt mehr, also einzelne Maschinen halt mehrmals im Internet, um halt wegen Ausfällen, wenn irgendjemand eine Leitung gehabt oder sonstiges, als dagegen gefeit zu sein, weil wenn der Kram nicht erreichbar wäre, wäre irgendwie eine Vollkatastrophe. Das, genau, und danach gibt es halt die unterliegenden Zonen wie DE zum Beispiel, die von der DENIC betreut werden hier in Deutschland, die in Frankfurt irgendwie in Hinterhöfen ihre DNS-Server verstecken, wo halt auch keiner weiß, wo die Dinger genau stehen, aus Sicherheitsgründen. Genau, und da gibt es halt die .net zum Beispiel, die .org und dann darunter halt unter jeweils hierarchisch unsortiert sind halt die passenden DE-Domains, zum Beispiel wie bei uns, bei mir im Club halt ccz.de, liegt halt unter der DE-Zone, ne? Oder heise.de liegt halt auch unter der DE-Zone, also in DE steht halt drin, wo halt die Nameserver für ccz oder für heise und sonstiges zu finden sind oder halt in der jeweiligen anderen Zone. Muss man sich so ein bisschen vorstellen, genau. Also, dass man halt immer ganz oben, also genau, erkläre ich später, genau. So, genau, da kommen wir zu ein paar Resource Records, wie ich so schön sage. Genau, was es so für lustige Eintragungstypen gibt, so was man da für Informationen drin speichern kann in dem ganzen Kram. Genau, unter dem A-Record speichert man halt IPv4-Adressen. Der SOA-Eintrag ist eigentlich ganz wichtig. Da findet man zum Beispiel auch denjenigen Zuständigen. Da steht eine E-Mail-Adresse immer drin, von demjenigen, der zuständig ist für die jeweilige Domain, dass man irgendjemanden erreichen kann, wenn irgendwie Probleme sind oder sonstiges. Genau, dann haben wir den PTR. Gut, ist für normalerweise Endanwender nicht so wichtig. Höchstens beim Ping sieht man damit den Namen wieder, die Adresse, die man eingegeben hat. Aber ja, wird meist bei E-Mail und sowas benutzt. Die E-Mail-Server validieren sowas. Aber genau, MX ist für wie heißt der E-Mail-Server, der für zuständig ist für diese Zone. Genau, dann haben wir den IPv6-Einträge, dann haben wir die NS-Einträge, die Nameserver-Einträge. Welche Nameserver gibt es dort in dieser Zone? Ne, wer weiß Bescheid, weil das Problem ist halt, sie sind halt auch hierarchisch, also man betreibt nicht nur einen Nameserver für seine Zone, sondern mehrere, um Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Also bei DE ist vorgeschrieben, dass man mindestens zwei Server definiert, damit, wenn es der eine mal offline ist. Und am besten sollen sie in zwei unterschiedlichen Netzen stehen, falls irgendwie Internetprobleme sind. Bringt ja nichts, wenn die im selben Netzwerk hängen. Wenn der ganze Kram offline ist, dann ist halt alles offline. Genau, dann haben wir halt den Canonical Name. Ja,
Das ist halt so eine Botte bekannt unter auch. Dann braucht man, spart man sich so ein bisschen Tipperei mit IP-Adressen, aber genau. Dann gibt es halt den Service-Eintrag, den SAV. Der ist dafür zuständig. Für bestimmte Anwendungen können halt diesen Typen abfragen, um halt zu bestimmten Diensten direkt Verbindung herzustellen zu können, weil darin liegen dann die Informationen darin, um halt, welcher Port ist dafür zuständig, unter welche URL ist da zu finden, all sowas. Text Records, genau. Da erkläre ich gleich, genau, sage ich jetzt nochmal dazu, genau, unter Text kann man halt irgendwie nur Texte lagern oder halt zum Beispiel für E-Mail halt SPF, das ist so ein bisschen, gegen Spam zu schützen, genauso wie DMARC und DKIM. Es gibt halt so bestimmte Einträge, genau, die werden halt dazu benutzt, um halt, ja, Spam zu bekämpfen dort im DNS, ja. Also nicht im DNS selber, sondern unter E-Mail. Also man nutzt halt auch irgendwelche DNS-Features, um auch E-Mail abzusichern. Genau. Genau, wenn Fragen sind, könnt ihr frei raus. Ich bin da ja. Genau. Genau, also genau, bei TXT kann man auch gibt es halt den Authentifizierungsmodus für Let's Encrypt, dass man dort, genau, da legt man so einen Wert halt hin, nach dem Motto, dass man sagt, man ist im Besitz dieser Domain für Let's Encrypt. Weil das wird vorher ausgewürfelt, nach dem Motto, dein Dienst sagt halt, ich muss dieses folgende Ding veröffentlichen und Let's Encrypt kennt halt diese Antwort, die dort stehen muss und die fragen sie halt ab, genau in diesem Text-Record und dann wird das halt verifiziert damit. Man muss halt irgendwie sicher darstellen können, dass man im Besitz dieser Domain ist. Damit man ein Zertifikat dafür bekommt. Und die muss dann irgendwie einen Modus finden nach dem Motto, um halt irgendwie sicherzustellen, dass nur derjenige, der im Besitz dieser Domain ist, auch die Zertifikate bekommen kann, um so ein bisschen für Sicherheit zu sorgen. Und Pointer ist dann nicht mittlerweile schon obsolet? Nein, die gibt es immer noch. Ja. Wird für E-Mail wirklich viel benutzt. Dass die E-Mail-Server gucken, ist auch der E-Mail-Server, der mich aufruft, wirklich der richtige. Kommt aus derselben Name zurück, der mir vorher Hallo gesagt hat. Das prüfen die wirklich, ja, und lehnen die sonst ab, die meisten, ja. Das ist einer der ersten Checks, würde ich sagen, in E-Mail-Servern. Das war eine Meldung. Nee, ach so. kein Thema, ja. Ja, genau, das waren so mal also die Grundzüge, die es so alles, so die grundsätzlichen, die es gibt. Ich komme nachher noch ein paar andere, aber das ist, genau. Ich habe eine Frage. Ja, sag an. Wenn ich eine Domain habe, ja. Kann ich die SOA dann irgendwie abfragen? Also wenn ich dann ja. Das kann ich nachher mal zeigen, ja, könnt ihr mal, mach ich. Danke. Genau, das wollte ich sowieso mal ein paar Sachen zeigen, wie man so ein bisschen debuggen kann, so genau. Genau, jetzt geht es halt so ein bisschen um die DNS-Resolver, wie funktioniert das überhaupt, genau. Wie bekommt mein Rechner halt lokal irgendwelche IP-Adressen oder irgendwelche DNS-Anfragen abgearbeitet? Genau, dann, weil das macht der Rechner meist nicht selber, er fragt halt irgendwelche Netzwerkgeräte, die Informationen kennen oder, genau. Also, genau, deswegen, genau, also es gibt auch öffentliche DNS-Resolver, genau, die man halt auch irgendwie bei sich zu Hause eintragen kann, weil bestimmte Provider blocken halt bestimmte Angebote, wenn man dran vorbei will. Es gab so um die 2008 herum damals diese komische Stoppschilder-Debatte mit DNS-Sperren, wo Ursula von der Leyen meinte, ja, man könnte ja einfach die DNS-Records wegsperren, dass Leute die IP-Adresse nicht mehr auflösen können, aber ja, war halt irgendwie semi-professionell, hat man einfach einen anderen DNS-Server eingetragen oder einen anderen DNS-Resolver und dann konnte man halt die Inhalte wie vorher abrufen. Das war halt, ja. Ja, dafür braucht man 5 Minuten, nicht mal. Genau, also die meisten nehmen halt die Resolver ihrer Provider, genau, die halt angeboten werden, die kann man halt sehen, genau. Es gibt jetzt auch eine Initiative der verschiedenen deutschen Provider, die sich zusammengeschlossen haben und dann irgendwelche Inhalte auch blockieren, so ohne Gericht und ohne was. Wie hieß CUII heißt, glaube ich, die Initiative dazu. Den Namen habe ich vergessen, was es komischerweise heißen soll, weil es irgendwie so ein ganz komischer Name ist. Aber die setzen sich jetzt zusammen und dann sagen sie, der Inhalt gefällt uns nicht, den blockieren wir einfach mal. Und dann hat man halt Pech und dann blockieren die Provider alle. Und das ist halt irgendwie schön, dass man irgendwie andere Resolver benutzen kann oder sonstiges, um halt diesen Blödsinn zwischendrin zu umgehen. Weil, ja, manchmal kommen halt Sachen auf Sperrlisten, wo man halt sagt, warum. Weil halt irgendeiner den Kram mal gemeldet hat und dann manche setzen sich halt nicht davor und gucken sich den Kram wirklich an und prüfen den inhaltlich, weil es kostet viel Zeit, da kann man lieber einen Automatismus einbauen und dann, puff, ist es weg. Ist erstmal egal, soll sich erstmal einer beschweren, dass es nicht mehr funktioniert. Genau. Dann habe ich. Genau, wie funktionieren diese DNS-Abfragen? Genau, also das zeige ich nachher nochmal im Live. Genau, also genau. Also es werden immer rekursive Abfragen gemacht, halt von oben nach unten immer durch. Außer, genau, diese DNS-Resolver haben normalerweise einen Zwischenspeicher, einen Cache.
um halt häufige Abfragen zu vermeiden, weil wenn ich die Information sowieso schon mal geholt habe, es gibt so eine sogenannte Time to Live dieses Eintrages, also die Lebenszeit dieses Eintrages, kann jeder frei wählen bei diesen DNS, bei den Einträgen nach dem Motto, wenn das, es gibt halt manche Angebote, die halt schnell wechseln oder wenn jetzt irgendwie Ausfallwahrscheinlichkeit hoch ist für irgendwelche Open-Source-Projekte, kenne ich das zum Beispiel ganz viel, dass dann irgendwie Einträge halt nur mal so 10 Minuten gehalten werden und so, um einfach sicherzustellen, wenn der Server mal down ist, wegen irgendwelchen Gründen, dann wird halt der nächste ausgewählt und dann geht es einfach wieder. Genau, und dann ist, genau, hierarchisch wird halt abgefragt, genau. Von oben halt ab, wenn die Antwort nicht bekannt ist oder irgendwie Teile nicht davon bekannt sind, dann wird halt oben angesprochen, es wird in der Konfiguration nachgesucht, genau, es gibt halt so, die DNS-Server sind halt festgelegt, es gibt so einen Config-File dafür, das wird halt runtergeladen, kann man sich runterladen bei Jana. Das machen die Router-Hersteller und sonstiges, genau, im Router ist auch ein Resolver drin, im Internet-Router zu Hause, ja. Und der hat das halt fest eingetragen, dann klappert die Liste halt einmal ab, wählt sich einfach zufällig erstmal einen aus, um so ein bisschen, um die Last halt wegzunehmen von allen. Es gibt da, wenn die nach streng hierarchisch durchgehen würden, würden sie ja immer denselben fragen, weil da oben am Anfang der Liste immer steht. Also wird zufällig einer ausgewählt, der wird abgefragt und dann klangelt man sich so weiter durch, den fragt man halt nach .de, wer ist denn für .de zuständig. Dann fallen da die IP-Adressen der Nameserver raus. Dann wird sich davon einer ausgesucht. Und dann wird zunächst ein, dann wird in DE gefragt, so mal, wie sieht es mit CCZ aus? Genau. Und dann wird da halt geguckt, ah, das sind die Nameserver für CCZ. Und dann wird halt CCZ.de gefragt, ja, gib mal bitte dein A oder dein Quad-A-Record nach dem Motto, um halt die Webpräsenz ansprechen zu können. Das passiert alles im Hintergrund. Deswegen dauert zum Beispiel, wenn man erstmal eine Webseite aufruft, auch ein bisschen länger, weil die DNS-Anfrage ein bisschen dauert. Je nachdem, wie flink die Systeme sind, ob sie die Antwort schon zwischengespeichert haben. Was hat das Thema, ja. Genau, also, genau, kommen wir zum nächsten Punkt. Genau, Abfragemethoden der DNS-Resolver, genau. Genau, es gibt verschiedene Methoden, wie man diese DNS-Resolver ansprechen kann. Hängt von, ja, ich glaube, genau, also es ist, genau, es gibt verschiedene Methoden, also dieser Klartext, wie hier da oben steht, das ist der Standard. Das ist halt aus alten Internetzeiten immer noch nach dem Motto, wurde halt jedem vertraut, nach dem Motto, jeder ist ja, ja, also es tut ja keiner einem was Böses, alle kannten sich ja zu Anfangszeiten auch im Internet, alle persönlich. Da war es halt so ein bisschen nach dem Motto, es macht ja keiner was, kein Schindluder und sowas damit. Dann ja, war es halt im Klartext gemacht worden, was halt bestimmte Angriffe ermöglicht, weil man halt weiß, zum Beispiel, wenn man auf der Leitung horcht, dass derjenige gerade die Domain abgefragt hat, kann man halt die einfach nach dem Motto eine Antwort schneller ausspielen als der antwortende DNS-Resolver und sagen, ja, ich kenne die Antwort schon, hier ist sie, bitteschön. Um halt irgendwelche Leute halt auf andere Webangebote weiterzuleiten oder halt irgendwie den Router anzugreifen und dann halt den DNS zu überschreiben mit irgendwelchen, ja, die Bank-URLs überschreiben, das ist, ja, ist halt vielleicht nicht so cool, also man möchte auch gerne wissen, dass die Antwort valide ist, die da rauskommt, aber deswegen haben Leute halt so Sachen entwickelt, so ein Motto, so Protokollerweiterung, um halt den Kram ein bisschen abzusichern, um halt zu sagen, genau, es gibt ein DNS oder HTTPS, dann gibt es halt eine Endstelle nach dem Motto, die spricht halt mit dem verschlüsselten Zertifikat mit dir, also dann sind die Daten halt auch für deinen Provider auch nicht mehr einsehbar. Also keiner, der auf der Leitung sitzt, kann halt mehr reingucken, was du für Internetangebote besuchst. Natürlich nachher später den Aufbau zu dem jeweiligen Internetangebot können sie natürlich wieder sehen, aber die DNS-Anfrage ist erstmal weg. Also sie haben halt irgendwie keine Möglichkeit zu sehen, genau was du möchtest im DNS. Genau, dann gibt es halt DNS over TLS und dann DNS Crypt, ist auch so eine Erweiterung. Gibt halt Leute, die fanden halt die Protokolle schöner. Ja, ist halt irgendwie so à la couleur. Genau, über zum Beispiel DNS over TLS zum Beispiel macht auch die Fritzbox zum Beispiel, kann sie out of the box. Das muss man nur einmal anknipsen. Dann, genau, der Firefox-Browser macht zum Beispiel DOH, heutzutage glaube ich sogar automatisch und voreingestellt. Ist halt eine gute Frage, welches von Nameserver da drin steht, wem man dann die Information liefert. Ob man das gerne möchte, das ist halt immer so ein bisschen die Frage. Also bei wem ist man sich nachher nicht so schade, dass die Information gegebenenfalls so liegen, weil irgendwie führen die Kisten ja trotzdem Log, also Logdateien über was ist da gelaufen, wer hat was abgefragt. Ist halt immer, man muss halt irgendwie selber auch abwiegen, vertraue ich demjenigen, den ich da eintrage oder kenne ich denjenigen oder sonstiges. Genau.
Ja, genau, das ist das Typische, genau. Es ist, man muss halt dem Provider vertrauen, also dem Anbieter vertrauen. Das ist. Hm? Ach ja, stimmt, die Frage wiederholen. Genau, also genau, es kam die Frage auf, wegen auch bei VPN-Anbietern ist so ein bisschen das Problem, dass Logdateien gespeichert werden. Ja, das ist natürlich der Fall. Man hängt vom Provider ab. Manche machen das wirklich, die schmeißen den Scheiß einfach komplett weg oder machen gar keine Logdateien. Aber für irgendwelche Fehlersuchungen sind sie halt auch manchmal notwendig. Hängt davon ab, was für einen Dienst man halt anbieten möchte. Aber die, ne? Ist natürlich auch klar, wenn man einen DNS-Server betreibt, möchte man gerne Logdateien dazu haben, weil wenn irgendwelche Nutzer mal melden, dass sie irgendwelche Sachen nicht auflösen können, möchte man auch gerne das irgendwie auch nachkontrollieren können, woran das Problem vielleicht liegt. Oder wo man hingelaufen ist oder was das Problem ist. Ob die Anfrage ob angekommen ist, kann ja auch da irgendwie Probleme geben. Auf dem Weg dorthin, ne, das ist ja nicht ausgeschlossen. Genau, dann habe ich nochmal ein paar Empfehlungen für DNS-Resolver mitgebracht, so nach dem Motto, die man so frei benutzen kann, die auch so ein bisschen, ja, genau, wenn man irgendwie nicht möchte, dass der Provider irgendwie alles weiß, gibt es halt zum Beispiel zum Fall Quad9, das ist ein Schweizer Verein, gut, die wurden letztens von Sony dazu verdonnert per Gericht, dass sie bestimmte Sachen sperren sollen, obwohl sie eigentlich nur ein offener Resolver sind, also die holen sich ja nur die Informationen, die im Internet stehen, irgendwo ab, ist halt irgendwie ein bisschen schwierig, also technisch versierte haben irgendwie das Urteil auch nicht verstanden, aber dann zwingt man sie halt dazu, dann müssen sie halt eine Domain halt blacklisten, ja. Genau, die haben halt bestimmte, genau, die können halt Klartext, DOT oder DOH Support. Genau, und es gibt auch verschiedene Leistungen, also Quad9 bietet nicht nur ihren Standard-Resolver an, sondern man kann zum Beispiel auch so einen Anti-Spam-Filter da aktivieren unter bestimmten Adressen. Dann werden bestimmte Sachen weggefiltert und so, einfach als nettes Feature, dann braucht, ne? Ich weiß gar nicht, ob irgendeiner von denen sogar einen Werbefilter hat, ich glaube aber nicht, aber es ist also ein typischer Kram. So irgendwelche Domains, die reported worden sind, die halt irgendwie für irgendwelche Angriffe benutzt werden und so, die werden halt dann direkt weggefiltert, dass man die schon gar nicht besuchen kann, die Seiten, oder keine Antworten bekommt. Genau, dann gibt es halt DNS-Forge, der verschiedene Dienste, verschiedene Sachen anbietet. Digital Courage hat welche Server im Angebot, die halt offen im Internet stehen, wo Leute halt irgendwelche Anfragen halt dran richten können. Ja, genau. Ja. Ist DNS-Forge in Deutschland? DNS-Forge sitzt in Deutschland, ja. Genau. Hat jemand halt Bock gehabt, so ein DNS-Resolver für irgendwelche Leute zu betreiben? Ist ja ein hehres Ziel nach dem Motto. Ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig, wenn viele Leute den DNS-Server dir eintragen, hast du halt gegebenenfalls viel Last. Oder du wirst halt auch für bestimmte Angriffe kannst du auch benutzt werden als Lastverstärker. Aber ja, das glaube ich führt etwas zu weit. Genau, dann genau, habe ich auch noch ein bisschen was vorbereitet zu. Genau, gab es halt Überlegungen, wie kann ich aus diesem Klartext-Kram auch ein bisschen sicherer machen. Dann gab es halt Leute, die haben halt das DNS-Tag entwickelt. Das ist so eine Security nach dem Motto, das ist halt so ein Feature. Dann kann man halt Public- und Private-Key-Paare halt, also man legt die Public-Key-Paare ins DNS. Genau, ich zeige mal gleich die Resource-Records auch dazu, um halt bestimmte Sachen halt. Um dann halt also Signaturen davon zu erzeugen, zu seinen Inhalten, die man anbietet. Dass dann auch die Resolver nach dem Motto prüfen können, nach dem Motto, ich kriege dann folgende Public Keys zurückgemeldet. Kann die Signaturkette dann auch prüfen. Kann ich nachher auch nochmal zeigen, wie es funktioniert. Genau, um dann halt festzustellen, ob die Antwort, die mir gegeben worden ist, auch digital signiert worden ist von dem Zonenbetreiber. Also das macht der Zonenbetreiber, also der Domaininhaber, der entscheidet sich dafür, DNS-Tag umzusetzen. Also ein DE geht es, in .NET. Manche haben es noch nicht umgesetzt, diesen Kram, weil das muss immer die Zone darüber muss es auch unterstützen. Das ist der einzige Mangelpunkt da dran. Genau, und dann ist es halt dafür zuständig, um halt sicherzustellen, dass die Daten nicht auf dem Transport verändert werden können. Genau. Man kann sie halt auf Gültigkeit prüfen. Genau. Das andere sagte ich schon, genau. Dann haben wir hier jetzt in dem nächsten Fall, genau. Dort haben wir jetzt die verschiedenen, also dafür gibt es auch noch Resource Records, nach denen man schauen kann, was für Inhalte da sind. Genau, DNS-Tag, Key, da stehen halt die Public Keys drin als Hash, um halt, damit man muss ja irgendeinen Weg finden, dass man die passenden Signaturdaten bekommt, damit man auch prüfen kann. Genau, der DS-Record liegt halt in der übergeordneten Zone, das ist der Hash des Public Keys, das ist die Ableitung vom DNS-Key in der unterliegenden Zone. Damit man so eine Signaturkette herstellen kann. Der Root, also der Key der Root-Zone ist weit bekannt, wird auch immer veröffentlicht.
Da machen sie auch eine ganz tolle Zeremonie, die man bei YouTube gucken kann drüber irgendwie. Wenn sie mal neue Keys ausrollen, dauert so manchmal so 3 Stunden oder 4 Stunden. Es gibt dafür extra 2 Rechenzentren in den USA, eins in der Ostküste, eins in der Westküste, gegen Atomschlag gesichert. Mit so Gitterräumen und Tresoren und Inhabern von Keycards. Dann haben sie ein extra Notebook ohne Laufwerke, nur im CD-Laufwerk dran. Da wird extra das OS per CD-Laufwerk gestartet, damit auch ja nichts anderes an Informationen aus dem Notebook sein kann, damit nicht irgendwie die Private Keys veröffentlicht werden und so ein Kram. Schon, also sie betreiben da schon riesigen Aufwand, auch die Sicherheit von dem System darzulegen. Ich sage ja, so mit so Beweisbeuteln von den Kriminalbehörden nach dem Motto, damit man auch merkt, wenn der Beutel mal aufgerissen worden ist. Ja, das ist schon. Und das machen sie alle, ich glaube alle halbe Jahr, so eine kleine Session, alle 2 Jahre machen sie, also mit allem drum und dran, werden einmal die kompletten großen Keys ausgetauscht und das ist schon. Also 3-4 Stunden dauert das schon, mit in die Kamera halten und laut vorlesen und mit Protokoll anfertigen, mit Gegenzeichnen, das ist schon interessant mal zu sehen. Aber genau, dann haben wir noch die anderen Records, genau, TLSA, damit kann man heutzutage zum Beispiel auch Zertifikate, die man selber besitzt, dort ablegen nach Motto, um halt sicherzustellen, dass wenn jemand das aufruft, den Dienst, ja, ist halt so ein bisschen Nischenthema. Wenn zum Beispiel posteo.de benutzt und jemand sein E-Mail-Zertifikat dort abgelegt hat, bekommt man einen grünen Haken angezeigt mit Dane zum Beispiel als Security-Feature bei Posteo zum Beispiel angezeigt. Eigentlich ganz, ganz nettes, witziges Feature. Dass man sieht, dass sogar die Signaturkette sichergestellt ist zum Transport hin zum Server, dass die Antwort, also die E-Mail-Server sogar validiert ist auf dem anderen Ende. Genau, da gibt es halt noch den NSEC-Record. Das Problem ist halt, wenn man irgendwie Signaturen davon anlegt, von seinen vorgenerierten Daten, weil so eine Signatur zu erzeugen, ist ja immer ein bisschen Rechenleistung, haben halt Leute davor gesessen, wie sagen wir überhaupt, dass wir folgende Domain gar nicht besitzen oder folgende Subdomain gar nicht besitzen. Es gab so ein kleines Problem, also dann haben sie halt gesagt, führen wir halt den NSEC-Record ein, um halt sicherzustellen, nach dem Motto, dass dort, zu diesen Domains haben wir keinerlei Daten, ne? Diese Domains existieren einfach nicht. Und dann gibt es halt NSEC-Free, das war als eine Erweiterung gedacht, weil bei NSEC fallen halt immer 2 Domainnamen raus. Und dann kann man halt nach dem Motto, aha, das ist der erste Eintrag, der da ist, das ist der zweite Eintrag, also dazwischen muss, danach existiert irgendwas, dann probiere ich ein bisschen weiter und irgendwann kann ich halt komplett die Zonendaten auslesen. Weil ich dann ja irgendwann genau weiß, ich habe jede gefunden, weil ich habe dann passend die dazwischenliegenden und die NSEC dazu, wo halt nichts dazwischen existiert. War halt für manche Leute halt schwierig, deswegen hat man sowas wie NSEC-Free gemacht, dann wird halt die Domainnamen gehasht, abgespeichert, da muss man ein bisschen, muss der Resolver halt ein bisschen kryptografische Arbeit leisten und dann, um das ein bisschen abzufangen. Genau. Genau, dann kommen wir mal zur Live-Demo. Genau, springe ich mal ein bisschen durch die Gegend. Muss ich mal kurz mal. Das siehst du, dann haben wir. Genau, dann zeige ich mal, also genau, also. Auf einem Windows-System zum Beispiel findet man die DNS-Resolver eingestellt unter der IP-Adresseneinstellung im Netzwerk. Kann man halt nachgucken, welche man anfragt. Und im Linux ist es eigentlich immer ganz, ganz simpel und ganz schön gemacht. Da haben wir die sogenannte Resolve-Conf. Da steht halt drin, ne? Das sind die Nameserver, die ich so kenne, die ich jetzt aktuell abfrage. Die werden halt auch mitgeteilt, wenn man eine IP-Adresse also sich zuteilen lässt per DHCP. Bekommt man halt auch gleichzeitig den DNS-Server mitgeteilt, wo man halt fragen kann. Das ist in meinem Fall jetzt die Fritzbox, ja. Genau, und dann kann man halt auch interessanterweise, genau, dann können wir ja mal schauen, wie so ein, ich weiß gar nicht, passt es da überhaupt hin? Ach, wir probieren es einfach mal. Ich kann ja gleich scrollen. Also so sieht, wenn ich jetzt einfach mal mit dem Trace-Command, also Dick ist ein Tool, um einfach DNS-Fragen zu machen, mit dem plus Trace sage ich zum Beispiel, tu mal so, als wärst du Resolver und klappe mal so die Domain einfach ab. Ja, mal wieder. Ach so, ja, die Fritzbox hat manchmal ein kleines Problem mit DNS-Sec. Ach ja, aber no. Voilà. Ja. Ach so, weil die Zone ist noch nicht gesichert. Dann fragen wir es anders mal ab, Trace. Und dann machen wir mal. Mit Add kann ich einen anderen Resolver vorwählen. Ich nehme jetzt erstmal den Google, ist mir jetzt erstmal egal. Genau, dann kommen. Genau, fangen wir von oben an. Genau, am Anfang sieht man jetzt halt zum Beispiel, jetzt tut er mal so, als, genau, er guckt dann halt nach der Root Zone, deswegen sieht man dort nur den Punkt.
Die Rule-Zone wird halt mit einem Punkt definiert. Dort kommt halt dann zurück. Das sind die, die kenne ich als Root-Server. Dazu passen die RSIG wegen signierten Daten. Dann sieht man hier in der Einzeile genau da unter, dass er halt jetzt, genau, den hat er von Google gefragt. Ja, genau, und dann bekommt er halt, dann fragt er halt die Server ab, nach dem Motto, wo ist DE zu finden? Das sind die verschiedenen Nameserver, die DE unterstützt oder die DE, die Inhalte von DE hält. Hier zu passen auch in der Einzeile der Delegation Signer für die signierten Daten, aber zeige ich gleich nochmal, genau. Und dann kommt halt die Abfrage von DE. Was ist mit ccz.de? Aha, das sind die Nameserver, die CCZ hat. Und dann fragt man halt den CCZ-Nameserver. Aha, das ist die IP von der Web-Oberfläche, vom Web zum Beispiel, wenn die URL eingibt. Genau, das war so ein bisschen nach dem Motto hierarchisch abgezeichnet. Dann gibt es zum Beispiel, ja, genau, es gibt dann verschiedene Record-Types. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal, ich frage mal einfach mal den TXT für SPF ab, das ist der standardmäßig dazu erreichen, einfach unter TXT, da steht halt drin, das ist so ein typischer SPF-Record, wie man ihn sieht, überall im Internet. Genau, dann gibt es das. Also genau, das ist eigentlich, also DIC ist eigentlich ein mächtiges Tool, gibt es auch im Windows-Bereich, nennt sich dann NSLookup, gibt es auch unter Linux. Ja, die Bedienung ist mir irgendwie nicht so geläufig, weil ich da irgendwie ein bisschen stolper. Mit DIC bin ich irgendwie ein bisschen vertrauter, weil ich damit viel rumbastel, weil ich auch eigenes DNS-Server betreibe und so. Auch mit DNS-Sec gesichert und so. Mach ich zu meinem Hobby, ja. Einfach, ja. Weil es einfach interessant ist, einfach, dass man, genau, wir können, stimmt, der SOA-Record war ja mal gefragt worden, genau. Wie sieht so ein SOA-Record aus? Machen wir mal. Dann kommt die folgende Antwort zurück. Also da steht halt, ich mache es nochmal neu, genau. So, dann können wir mal ein bisschen durchscrollen. Genau, dann fängt halt an, das ist die SOA, das ist die Time to Live hier übrigens, die 600 Sekunden, so lange wird der Eintrag gehalten. Der erste Name, der hier steht, ist der autoritäre DNS-Server, also der Haupt-DNS-Server. Es gibt halt einen, der Hauptserver ist, und da gibt es halt normalerweise nur Server, die Daten abfragen und zwischenspeichern, die Secondaries, die abgeleitet. Und hier hinter ist die E-Mail-Adresse versteckt, das Add ist mit dem Punkt zu ersetzen und dann bekommt man die E-Mail-Adresse auch von dem jeweiligen Ansprechpartner zustande. Dann gibt es halt so ein paar Verwaltungsinformationen, zum Beispiel eine Serial, damit wird halt geprüft, zum Beispiel, damit kann man halt zum Beispiel prüfen, wann ist die letzte Änderung durchgeführt worden. Die meisten machen es halt so nach dem Motto Jahr, Monat, Tag und zwei Nullen, weil es können ja manchmal an manchen Tagen auch mehrere Änderungen stattfinden. Ist so ein bisschen, ja. Und dann gibt es halt so ein paar Verwaltungsinformationen, wie lange darf maximal die Daten gehalten werden. Das ist hier so hinten drin versteckt und wann müssen die Daten endgültig weggeschmissen werden. Aber das ist eigentlich nur zur Verwaltung von den Secondary-Servern, dass sie, wie sie halt mit der Domain halt umgehen sollen. Direkt mitgegeben als Verwaltungsinformation. Genau. Ja, was machen wir? Ja. Genau, da gibt es auch noch für DNS-Sec gibt es auch noch ein lustiges Tool, das nennt sich dann Delf. Dann können wir mal. Genau, da muss ich gleich mal gucken. Genau, dann meine ich meine eigene Domain mal. Um es ein bisschen schöner zu machen. Weil die ist DNS-Sec signiert. Und dann bekommt man halt weiter oben den folgenden Eintrag zurück, dass da steht halt fully validated, also die komplette Signaturkette konnte geprüft werden und dann wird nochmal der Record ausgegeben nach dem Motto, den man haben wollte. Um mal damit kann man halt auch sicherstellen, wenn man halt weiß, dass DNS-Sec ist, dann, ja, genau. Ich glaube, ich rede einfach so schnell, aber... Ja, ist etwas. Genau. Schon mal irgendwelche Fragen, ob ich noch irgendwas zeigen soll. Ja, habe ich jetzt ausgewählt, weil die Fritzbox manchmal, die Fritzbox hat noch einen Firmware-Bug mit dem DNS-Sec-Problem. Wird demnächst irgendwann weggeräumt. Mit den nächsten Updates, weiß ich auf jeden Fall. Aber genau, deswegen, das Problem ist halt, wenn ich dann abfrage, dann will halt die Fritzbox mir die DNS-Sec-Records validieren. Aber da ist halt ein Bug drin, dann antwortet sie halt nur in ihrer eigenen Zone und dann ist fertig, dann kommt halt keine Auflösung zustande. Das ist halt irgendwie ein bisschen, weiß ich auch nicht, wieso das so ist. Ja.
was da damals schiefgelaufen ist. Aber es haben auch nur manche Boxen, witzigerweise. Manche ja, manche nein. Ja, deswegen, aber ich kann halt auch jeden anderen nehmen. Ich kann auch Quad 9 nehmen zum Test. Das ist denn das Schöne an Quad 9 ist, es ist halt 4 mal die 9. Deswegen heißt es Quad 9. Das funktioniert genauso gut. Genau. Genau, dann. Genau. Wie kann ich denn sehen, wie lange sich ein Resource Record quasi schon bei mir im DNS-Cache befindet, bevor er wieder neu gefragt wird? Ja, achso, genau, das können wir auch noch. Genau. Also die Frage war, wie kann ich denn sehen, wie lange die Antwort zwischengespeichert noch wird im DNS-Cache? Ja, jetzt müsste ich einmal gucken, genau, dann müssten wir einfach mal. Also eigentlich macht man die Abfrage mit zum Beispiel mit Dick und dann kriegt man halt normalerweise die Antwort vom Resolver halt passend mit der passenden Time to Live nachher am Ende. Mal gucken, hier fragt er halt immer neu ab. Wir können ja mal gucken, ob er jetzt irgendwas antwortet, wenn ich jetzt nochmal frage. Genau, jetzt sieht man es. Genau, also jetzt habe ich ja zweimal den Resolver der Fristbox gefragt und jetzt bekomme ich auch eine valide Antwort nach dem Motto, jetzt zählt jetzt die Zeit immer weiter zurück. Also die Zeit minimiert sich halt jedes Mal, so kann man jetzt zum Beispiel in der Stelle, genau, ich scroll mal ein bisschen hin, um halt das zu zeigen, ein bisschen besser. Genau, an dieser Stelle steht jetzt die Time to Live und vorher waren es 600 Sekunden, das sind immer Sekundenangaben und jetzt sind schon 590, weil 10 Sekunden vergangen sind. Und die läuft dann halt bis 0 runter und danach wird das neu gefragt, dann wird die Antwort erstmal verworfen. Genau, die vorher gespeichert war. Und die Antwort kommt ja jetzt von der Fritzbox, genau. Nicht von einem lokalen DNS-Cache. Die gibt es ja eigentlich auch noch. Ja, genau, den lokalen DNS-Cache gibt es auch noch. Wie war das noch? Wo konnte ich den nochmal sehen? Ja. Also meist den lokalen DNS-Cache. Genau, ja genau, der speichert diese Zeit auch zwischen. Normalerweise sieht man es auch mit dem Dick-Command. Genau, am Ende, genau, jetzt sieht man halt in dem Falle, fragt er halt die Fritzbox. Ja, es ist für lokal, weil ich das Tool jetzt benutze. Ich bin gerade überlegen, wie, ob NSLookup das mir anzeigt sogar. Ich glaube, NSLookup kann es, aber weil Dick ist halt einfach nur zu Debugging-Zwecken entwickelt worden. Ich weiß gar nicht, auch von den Entwicklern von Bind, die einen der größten Nameserver betreiben, also die Software für den größten Nameserver betrieben haben, also oder schreiben dazu mit irgendwie lustigen Features dran. Es gibt auch noch andere DNS-Server, DNS-MessQ zum Beispiel, hat vielleicht jeder schon mal gesehen, genau. Zum Beispiel, wenn man einen Pi-Hole zu Hause betreibt für Werbeblocker oder einen AdGuard, kennt man so einen DNS-MessQ, der läuft da im Hintergrund und werkelt rum und macht den DNS-Resolver. Dann gibt es auf Linux-Systemen heutzutage auch noch den Systemd-Dienst dazu passend, Systemd-Resolved. Ja, ich finde irgendwie vom Namen her eine schwierige Konstruktion, wenn man den Dienst mal neu starten will. Ja, auf der Tastatur ist es immer ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Ja, genau, dazu gibt es dann auch ResolveCTL für Systemd. Stimmt, da könnte ich auch noch nachgucken, genau. Ja, genau, unter ResolveCTL. Stimmt, den habe ich gar nicht hier auf der Maschine aktiv. Den kenne ich nur von anderen Maschinen, ja. Genau. Genau. Genau, dann wollte ich ja nochmal zeigen, wie so DNS-Key so ein Record ausgibt, weil, genau, fangen wir mal einen DNS-Key ab. Mache ich das mal wieder über Quad 9. Für DNS-Record, genau, es gibt immer normalerweise, die meisten betreiben es halt so, dass sie zwei DNS-Keys haben. Man sieht zum Beispiel bei mir, es gibt dort einen längeren und einen kürzeren Eintrag. Es gab halt das Problem, wenn man halt irgendwie Informationen verschlüsselt oder Signaturen davon erzeugt und je mehr man an Klartext daneben liegen hat, man hat ja immer die passende Signatur zu passenden Klartext, kann man halt auch irgendwann auf die Schlüssel Rückschlüsse machen, weil man mathematisch zurückrechnen kann. Das ist so ein sogenannte Known-Plaintext-Attacken. Und deswegen haben sie sich beim DNS das einfallen lassen, uns zu sagen, wir haben einen Key, mit dem signieren wir immer diese ganzen Domain-Daten, den sogenannten ZSK, den Zone Signing Key, um halt sicherzustellen, genau, damit signieren wir halt die Zone-Daten und dann gibt es den sogenannten KSK. Das ist normalerweise etwas längere. Manche machen beide gleich lang. Bei DE ist vorgeschrieben, wie die Algorithmen auszusehen haben. In dem Falle sind es RSA-Algorithmen, kann man halt anhand der, wir können ja mal gucken, dann zeige ich das mal ein bisschen, wenn ich mal ein bisschen markiere. Genau, also das ist jetzt, hier oben ist mein KSK und dann mit diesen 3 und 8 wird halt der Algorithmus angegeben, in welchem Format liegt dieser Key vor.
Das ist halt Base64-Encode, das ist ein 2048-Bit-RSA-Schlüssel in dem Fall. Damit wird halt nur der ZSK signiert, um halt nur ganz wenig Informationen damit zu signieren. Und das macht das Schöne beim Rollover, also man muss ja auch die Keys regelmäßig durchtauschen, um halt sicherzustellen, dass man nicht zurückrechnen kann. Je nachdem, wie oft man die Domain abgefragt wird, ist halt, oder wer bin ich überhaupt, das ist ja auch so ein bisschen nach dem Motto, bin ich ein lohnendes Angriffsziel? Dann würde ich ja natürlich öfter meine Keys tauschen. Also wenn ich ein ZSK durchrotiere, funktioniert es dann folgendermaßen. Dann wird einfach ein neuer ZSK angelegt, damit er schon mal global verteilt werden kann. Und dann wird halt eine kleine Übergangsfrist gewartet und dann wird der alte irgendwann rausgelöscht. Aber genau, die Daten werden halt nur mit dem KSK signiert. Und den KSK, dessen Hash, packe ich in die übergeordnete Zone. Also wenn ich den durchtauschen will, muss ich halt immer meine übergeordnete Zone fragen. Da gibt es halt irgendwelche netten Domain-Anbieter, die halt irgendwie auch eine nette Web-Oberfläche dafür bereitstellen, um es halt ein bisschen einfacher zu machen. Bei meinem Host ist das so, wenn ich das machen will, muss ich halt eine E-Mail schreiben. Ey, bitte push mal die folgenden Informationen an DE. Ist halt mit Arbeit verbunden. Und man muss halt sich, genau, dann kann man halt auch den KSK durchrotieren. Welche Hoster kann man denn so seine eigenen Zonenschlüssel verteilen? Also die Frage war, über welche Hoster kann man das machen? Also mir bekannt sind Schlundhech, die das machen, also dass man direkt eine Web-Oberfläche hat, dass man drin rumklicken kann und sagen kann, hier sind meine neuen DNS, also meine neuen DNS-Keys. Und RackWorld ist es genauso, also RackWorld bietet auch eine wunderbare Web-Oberfläche dafür an. Und manch andere ist halt, ja. Manche schreiben immer noch, sie entwickeln noch eine Web-Oberfläche dafür, wie es funktioniert, aber da passiert seit ungefähr 8 Jahren nichts mehr, aber... Ja, manche Änderungen setzen sich halt etwas spät durch. Man sieht IPv6, ne, da reden wir seit Mitte 90 drüber. Ja, also jetzt haben wir bald den Stand erreicht. Also ich kenne noch manche Glasfaserschlüssel, die haben nur IPv4, immer noch IPv4. Also es ist irgendwie schwierig. Manche Änderungen setzen sich halt schwierig durch, ja. Und mal gucken, was mit DNS-Sec passiert. Ob sich das durchsetzt, aber irgendwie muss man halt auch sicherstellen, weil halt viel Schindluder getrieben wird mit dem Kram. Weil es halt eine der Grundfesten des Internets ist, wie man halt leicht angreifen kann, gegebenenfalls, je nachdem, wo man an welcher Stelle sitzt an der Leitung. Und das ist irgendwie, ja, manchmal ein bisschen fragwürdig, würde ich sagen. Wie kann man sich dagegen schützen? Also, genau, entweder dagegen schützen ist halt, entweder, genau, also die Frage war, wie kann man sich gegen so eine Angriffe schützen? Entweder benutzt man halt DNS-Resolver, die halt für einen DNS-Sec prüfen können, oder man benutzt halt Resolver, die irgendwie über bestimmte verschlüsselte Dienste mit einem sprechen können. Wie zum Beispiel die DOH oder DOT-Geschichte. Um das, genau, im Firefox kann man DOH und einschalten und dann kann man da sich einen vertrauenswürdigen DNS-Resolver raussuchen, den man da einträgt. Und dann werden alle Informationen verschlüsselt übertragen, wo man halt sicher gehen kann. Ja, da muss halt schon der Resolver aufgebrochen werden, um dann da ranzukommen. Ja, ich sag ja. Hängt davon ab, wie viel Sicherheit man steht. Man kann so eine Dinge auch selber betreiben. Ja. Eine grundlegende Frage. Ja. Also das heißt, DNS-Server, ja. Sind das dann in der Regel Linux-Server, die dann einfach eine Config-Datei haben, wo dann eine Domain aufgelöst wird? Also am Ende ist es eigentlich nur eine Textdatenbank auf den meisten Kisten. Also auch unter Windows geht es ja einfach. Es sind einfach so Textdatenbanken, die halt von dem Ding einfach ausgelesen werden und zwischengespeichert werden und dann halt die passenden Antworten rausgeworfen werden. Also am Ende konfiguriert man eine Textdatei, ja, in den meisten Fällen. Also am Ende werden die Informationen halt als Textdatei vorgehalten. Also wenn man selber Betreiber ist, editiert man halt einmal die Serial, damit die Secondaries die Dateien übernehmen, die neuen Informationen, dass sie auch mitkriegen, dass eine Änderung stattgefunden hat, weil sie werden halt informiert darüber nach dem Motto, es hat eine Änderung stattgefunden und dann gucken sie sich erstmal die Seriennummer an, das ist des jeweiligen Standes und sagen, aha, die Nummer hat sich geändert, ich hole mir mal die Informationen wieder ab. Aber normalerweise gibt es dazu Protokolle, die werden halt informiert vom Hauptserver, dass eine Änderung stattgefunden hat und dann. Genau, man ändert die Serial und dann ändert man halt den passenden Eintrag oder fügt Einträge hinzu, löscht Einträge. Ist es einfach nur, ja, eine Textdatenbank, so gesehen. Genau. Habe ich noch irgendwas? Wird denn bei DNSSEC jede Abfrage digital signiert oder jede Antwort? Wird das einmalig gemacht, aber nur wenn ich die Zone ändere?
Also die Schlüssel möchte ich wahrscheinlich nicht auf dem DNS-Server liegen lassen, oder? Also die meisten, ja, also genau, es kam die Frage auf, wie das mit den Signaturen mit DNS-Tag funktioniert, genau. Also die meisten haben ihre Private Keys auf den Servern, ja, und die werden halt automatisch, normalerweise sind so Signaturen so im Durchschnitt, wenn man es standardmäßig konfiguriert, so 13 Tage gültig. Das heißt also, alle 13 Tage werden die Signaturen noch durchrotiert, also dass die neu erzeugt werden, um halt auch in irgendwelchen gammeligen DNS-Resolvern dafür zu sorgen, dass die Dateien irgendwann mal wegkommen, weil auch diese Antworten werden dazwischen gespeichert. Ne, um halt auch sicherzustellen, dass dort auch mal irgendwie valide Sachen liegen. Es hängt davon echt davon ab, ja. Und dann, genau, die meisten haben sie halt auf den Kisten drauf, damit halt automatisch im Hintergrund immer schön. Gut, den KSK könnte man natürlich dann weglegen. Also den KSK müsste man teilweise, ja, es ist. Manche machen es so, manche machen es so. Ich sage ja, es ist. Manche machen es auch handgestreichelt, da kenne ich auch noch jemanden dazu, der DNS-Tag handgestreichelt betreibt. Der generiert sich für ein Jahr die ganzen Keys. Und lagert sie woanders und nur packt nur den, und dann signiert er einmal seine Zone durch und dann, ja, das ist, kann man so machen, ja. Das ist halt je nachdem, wie man, aber heutzutage haben die Dinge halt, die meisten DNS-Server Automatiken dafür hinter, um halt den Kram auch irgendwie praktikabel zu machen, weil das war wirklich vorher ein Krampf. Nach dem Motto, man hat die Keys selber erzeugt, dann musste man sie in die jeweilige Zonendatei mit reinpacken, dann hat man gesagt, jetzt bitte signier mir diese Zonendatei. Und dann hat man dem DNS-Server gesagt, hier ist deine neue Zonendatei, da sind die wichtigen Informationen drin. Das war halt irgendwie so ein bisschen. Und dann durfte man halt nicht verpassen, dass Signaturen ablaufen. Ups, Signaturen abgelaufen. Leute kriegen keine validen Antworten mehr, weil die fehlschlagen, weil die Signaturen veraltet sind. Puff, kaputt. Hat man halt immer nur Ärger mit. Das ist halt das Problem, wenn DNS-Tag betreibt, muss man halt auch sicherstellen, dass der Kram halt immer funktioniert. Weil man sonst, ja, ist halt schwierig sonst. Weil dann plötzlich irgendwelche Webangebote nicht mehr funktionieren, weil dann viele Sachen dann halt den Dienst einstellen und sagen, nee, also jetzt kriege ich keine validen Informationen mehr. Und dann, ja. Aber heutzutage durch die Automatismen ist es schon besser geworden, ja. Wahnsinn, das habe ich auch zum ersten Mal gehört. Ja, es gab noch ein anderes Verfahren, was Leute einführen wollten, aber das ist, glaube ich, noch schneller verschwunden, als es da war. Es war von demjenigen Entwickler, der PowerDNS und so macht. Der fand halt diese Lösung halt, weil man halt immer so Keys an übergeordnete Institutionen melden muss. Er wollte halt ein System nach dem Motto haben, dass man es einfach anschalten kann. Wenn man Bock drauf hat, macht man es einfach, weil man halt selber darauf Bock hat. Ja, aber da muss man halt irgendwie sicherstellen, wenn das erste Mal diese Verbindung aufgebaut wird zu dem DNS-Server, möchte man ja auch irgendwie sicherstellen, dass die Informationen, die dort liegen, auch valide sind. Deswegen, da klüngeln sie auch noch dran rum, dass es gibt auch noch Protokollerweiterungen, dass auch die übergeordneten Root-Server die neuen Keys übernehmen können einfach. Das gibt schon, dafür gibt es schon Änderungen und so, ja. Aber manche unterstützen es halt noch nicht, aber weil die Information, wenn jetzt zum Beispiel jetzt einmal dieser Kontakt hergestellt worden ist, einmal ein gültiger DNS-Key abgelegt worden ist in der übergeordneten Zone, weiß die Zone ja auch, dass diese Daten, die kommen, valide sind von dieser Zone. Dann könnte sie ja, wenn sie plötzlich Änderungen feststellt in bestimmten Record-Typen, einfach die neuen Record-Typen einfach übernehmen, weil sie ja weiß, sie digital signiert. Aber wird halt zum Beispiel bei DE noch nicht gemacht, aber ich glaube, manche andere probieren es halt aus, wird halt immer so ein bisschen, manche haben halt Lust zu spielen, das basiert halt noch viel darauf, würde ich sagen, ja. Dass Leute halt Lust haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wenn man sich ein bisschen mal einen Einstieg finden möchte, was wäre so Band 9 oder was ist jetzt? Also genau. Die Frage kam, was für welchen DNS-Server man am besten benutzen sollte oder was, wenn man so damit einsteigen möchte. Ja, zu Bind 9, den benutze ich auch selber. Ja, gibt es auch rundherum viel Doku und ich finde die Doku auch nicht schlecht geschrieben, muss ich sagen. Auch der Webblog ist eigentlich ganz interessant und informativ, wenn Sie jetzt irgendwelche neuen Änderungen durchsetzen möchten oder auch neue Features implementieren. Gibt es irgendwelche interessante Erklärtexte dazu, aber auch PowerDNS und sowas sind einfach, ja, die so abgehangene Tools, die man einfach benutzen kann, sind halt viel durchprobiert worden, damit sie auch irgendwie gegen irgendwelche Attacken sicher sind. Genau. Es gibt ja auch, ja, man muss halt auch inzwischen, wenn man selber so einen Server betreibt, muss man so ein bisschen gucken. Manche machen halt auch so DNS-Angriffe darüber, ne, nach dem Motto, ich frage halt 3 Millionen Mal diesen DNS-Key-Record ab und dann blockiert man halt den DNS-Server damit. Da gibt es dann in manchen halt Rate-Limiting, dann gibt es auch andere Server haben dann. Bind macht halt nur Rate Limiting, andere haben halt schon andere Ansätze gefunden nach dem Motto, ich blocke halt nur bestimmte IP-Adressbereiche und so. Oder ich benutze ein Fail-to-Ban nach dem Motto, der in die Logdateien guckt und guckt, welcher Server am meisten hier fragt und sperrt ihn halt erstmal weg. Dann gab es halt so Tricks mit, wenn ich DNS-Tag fahre, dann ich tue mal so, als wäre ich der Client, also ein anderer Client und dann wird der andere,
Da wird halt die andere Gegenstelle damit zugemüllt mit den Daten, die sie ja nie angefragt hat, aber einfach mal. Fünf Minuten, oder? Genau, also um halt einfach sicher, einfach nach Motto, woanders in DNS, also auf die DOS-Angriffe zu fahren, nach Motto, ich tue mal so, als wäre ich der andere, den ich stören möchte und frage einfach mal so lustige Keys ab und so, weil die immer schön groß sind, die Record-Types, und bügel deren Verbindung damit zu. Ja, das, genau. So. Ich würde sagen, ja. Sonst noch irgendwelche Fragen? In der Richtung. Ach ja, stimmt. Eins fällt mir noch ein zu DNS-Servern, wenn man selber einen betreiben möchte. Man kann auch selber seinen eigenen Master betreiben. Die meisten Hoster sind auch so nett und stellen dann die Secondaries. Man kann einfach sagen, man nimmt deren Secondaries. Das trägt man beim Hoster einfach mal ein und dann funktioniert das einfach. Also, weil das normalerweise setzt es ja voraus, wenn man das halt vernünftig betreibt, ne? DNS-Server an unterschiedlichen Netzen. Das heißt ja, also ich muss mindestens irgendwie zwei Server bei zwei Hostern haben, mindestens in DE. Gegebenenfalls ja sogar noch einen dritten irgendwo anders, wenn man halt irgendwie nochmal auf Nummer sicher gehen will. Kostet halt auch immer Geld, aber wenn man damit erstmal ein bisschen spielen will oder selber ausprobieren will, ich würde erstmal sowieso erstmal eine andere Domain besorgen und einfach mal zu gucken, wie es überhaupt so funktioniert und so ausprobieren, ja. Und auch bei den Time to Live muss man halt so ein bisschen gucken nach dem Motto, wie oft möchte ich eigentlich, dass mein DNS-Server abgefragt wird. Oder damit man so eine kleine Wenigkeit hat nach dem Motto, wie oft kann diese Information sich wirklich ändern. Manche tragen dann halt den Tag ein nach dem Motto, dann kommt halt der andere halt, der Record Cache halt nur einmal am Tag vorbei, der andere, der abfragt. Ist halt, wenn man halt sagt, die Information bleibt sowieso immer gleich, dann kann ich es auch groß stellen, weil dann würde ich halt nur selten abgefragt zu dieser Information. Das ist halt so ein bisschen, wenn man lastabhängig reagieren, das ist halt wichtig, dass es, wenn es mal irgendwas wegfällt, dass es schnell sich ändern kann oder ja. Genau. Ich würde sagen, ja, das war's. Würde ich sagen, so. Ja. Bitte.